André Hahn ist jetzt ein Augsburger. Kurz vor dem Rückrundenstart präsentiert der FCA seine Neuverpflichtung. Der 22-Jährige kommt vom Drittligisten Kickers Offenbach. Der FC Augsburg reicht mich natürlich sehr. Natürlich auch die erste Bundesliga, das ist meine Chance. Die möchte ich auf jeden Fall nutzen. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte meinen nächsten Schritt gehen. Ich möchte den FC Augsburg helfen, den Klassenerhalt hier durchzuziehen. Und dann hoffe ich, dass wir das gemeinsam schaffen. Manager Stefan Reuter ist stolz auf die Verpflichtung des im Mittelfeld auf beiden Außenbahnen einsetzbaren Spielers. Ich bin glücklich, dass es jetzt noch geklappt hat vor Rückrundenauftakt. Wir waren da doch seit einiger Zeit jetzt in Kontakt und freuen uns riesig, dass er sich für uns entschieden hat. Wir haben mit André einen jungen, sehr ehrgeizigen Spieler, der den Weg nach oben gehen will. Hat gute Leistungen gezeigt in Offenbach und ist auch einer, der weiß, wie man Düsseldorf schlägt. Und gegen die Fortuna steht der Neue auch schon direkt im Kader. Im Tor dagegen wird auf keinen Fall Simon Jentsch stehen. Er hat seine Fingerverletzung immer noch nicht auskuriert. Die Hoffnung war Simon Jentsch, so haben wir trainiert. Aber es macht ja keinen Sinn, wenn er eben mit seinem Finger noch laboriert. Von daher Alex Manninger, Moamsif, beide haben wir großes Vertrauen. Alexander Manninger hat es gegen Bayern München sehr, sehr gut gemacht, hat eine große Erfahrung. Moamsif hat in der Vorrunde viele Spiele für uns gemacht, auch gute Spiele für uns gemacht. Die Entscheidung Manninger oder Amsif will der Trainer einen Tag vor dem Spiel bekannt geben. Gegen Düsseldorf will man es nun besser machen als zum Saisonstart, als es in Augsburg eine bittere 0:2 Niederlage gab. Das gilt einfach jetzt nur, die letzten Tage einfach alles, was außenrum komplett abzuschalten und halt einfach nur auf Düsseldorf sich zu fokussieren. Wir müssen es auf dem Platz zeigen, wir dürfen nicht so viel erzählen. Wir müssen auf dem Platz am Sonntag zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen und dann alles dafür tun. Es zählt nicht mehr, ob wir gut spielen, ob wir schlecht spielen. Wir müssen einfach Punkte einfahren, um das nicht Unmögliche noch möglich zu machen, aber um uns auf jeden Fall an die Nicht-Abstiegsplätze ranzukämpfen. Ab Sonntag hat der FCA dann genau 17 Spiele Zeit, das kleine Wunder Klassenerhalt doch noch zu schaffen.